Silvia, heute hast du die letzte Rede im Plenum gehalten. Wie war's? Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich war trotz allem und der langen Erfahrung natürlich ein bisschen aufgeregt, weil es ja was Besonderes ist, auch wenn man eine letzte Rede hält. Mir war wichtig, über die Demokratie zu sprechen, aber die Resonanz war ganz gut. Insofern fühle ich mich ganz gut und es hat mir Freude gemacht. Ja, du hast gerade schon gesagt, die lange Erfahrung, es waren 22 Jahre im Landtag als Fraktionsvorsitzende, dann später als Ministerin für Schule und Weiterbildung, als stellvertretende Ministerpräsidentin. Jetzt hörst du auf mit grüner Politik auf Landesebene. Was wünschst du denn der neuen Fraktion? Ich wünsche der neuen Fraktion, dass sie sich inhaltlich gut aufstellt, dass sie weiter am Thema Zukunft arbeitet mit allen Facetten, die das Thema ausmacht und dass sie eine gute Rolle findet als kritisch-konstruktive Opposition. Das hat sich die Fraktion vorgenommen, dass sie gut im Team arbeitet. Ich glaube, Teamarbeit ist mit Garant für den Erfolg. Sich aneinander reiben, aber auch aneinander freuen. Aber ich glaube, das kriegt die neue Fraktion ganz gut hin. Und ich freue mich jetzt wirklich auch, dass Wiebke dann dazukommt mit den wichtigen Themen Energie- und Klimapolitik. Und die schwarz-gelbe Landesregierung, die jetzt gerade anfängt zu arbeiten, was wünschst du denen? Ich wünsche der neuen Landesregierung, dass sie nicht starr an ihrem Vertrag nur hängt. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Stärke, wenn man auch merkt, man hat sich vielleicht was vorgenommen, was dann doch nicht so gut ist, was Menschen vielleicht doch nicht wollen. Also lernfähig sein im Umsetzungsprozess. Ansonsten wünsche ich als gute Demokratin der Landesregierung, dass sie für NRW Dinge nach vorne bringt, obwohl wir Grüne natürlich an einige Dingen, besonders an der Energie- und Klimaschutzpolitik, große, große Bedenken haben, dass hier die Weichen wirklich rückwärts gestellt werden und nicht auf Zukunft. Und das ist schlecht, aber ich wünsche trotzdem Erfolg. Ja, du wirst das mit Sicherheit weiter verfolgen auch, aber für dich privat, was machst du jetzt nach 22 Jahren Spitzenpolitik? Ja, ich freue mich jetzt erstmal auch, dass ich mehr Zeit für Dinge habe, dass ich ein bisschen langsamer Dinge machen kann. Das habe ich jetzt schon gemerkt im Abklingbecken, wie ich gesagt habe. 40 Stunden sind auch ausreichend eigentlich. Jetzt wird es noch mal ein bisschen weniger. Ich will den Rest des Jahres ausspannen. Ich will nach Irland fahren, auf die grüne Insel, will mein Englisch ein bisschen aufpeppen, mich noch mal intensiver mit Heinrich Böll auseinandersetzen im Umfeld des Böll Cottages. Das habe ich jetzt geplant. Das macht mir auch großen Spaß. Und ab dem neuen Jahr gucke ich mal, wo ich meine Fähigkeiten einbringen kann für die Gesellschaft, aber auch für die Grünen, ohne dass es ganz konkret werden muss. Ich lasse es erstmal gerne auf mich zukommen.